So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. So, ja, war ein sehr schönes Gespräch mit Rust. Auch, also er lässt uns jetzt mehr oder weniger fallen. Genau, und jetzt gehen wir mal in das Dorf rein. Und ich... Ganz ehrlich, ich glaube, wir passen da überhaupt nicht rein. Ich meine, wir haben von Geburt an in der Wildnis gelebt. Und so auf einmal ganz viele Leute auf einen Fleck quasi. Das ist, glaube ich, overwhelming irgendwie. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Keine Ahnung, was ist mit deiner Kette los? Wo? So, rede mit deinem alten Freund. Ich glaube, das ist der, den wir gerettet haben. Besser als letztes Jahr. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Was für ein Talent. Eine Gabe der Uhr. Ja, voll die Party, voll cool. Ich zünde hier mal ein Feuer an. Hä? Oh, wo ist das? Verschwinde, ich habe gerade keine Lust. Wie, ich bin das? Wir kennen uns doch gar nicht. Ich möchte jetzt nicht reden. Okay. Hast du gerade in der Nase gebohrt? Das macht man nicht. Okay. Heute ist ein Heiß. Guter Tag, um zum Urmutters Auserwählten zu Waldbrand hören. Hier Waldbrand hier draußen. Die Urmutter wird sich an deinen Heldenmut heute erinnern. Hey Leute! Ich könnte nicht so wie du unter du bist es, oder? Keine Chance. Hier drüben! Ja, ich habe gerade mit den anderen geredet und es ist wirklich du da. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Natürlich kennst du ihn. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Es sieht genauso aus wie damals. Ja. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts.
Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Woher hat er meine Maße hier? Nora-Kriegerin? Ungewöhnlich. Die können wir uns auch holen. Vielleicht tausche gegen... Diese Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen. Okay. Jäger werden auch leicht. Dient der Tarnung und der Schwert des Trägerin zu sehen und zu hören. Rüstung für eine Nora-Kriegerin. Fronteinsatz in Kriegertruppe verstärkt. Metalle überzogene Brustplatte. Das ist auch cool. In der Tarnung und der Schwert. Sogar plus 20. Bietet keinen zusätzlichen Schutz, ist aber. Kann aber verbessert werden. Okay. Ausrüsten. Cool. Outfits. Ah, ist schon cool. Das scheint dir perfekt zu passen. Habe ich mich gerade vor ihm umgezogen? Habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Raja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich habe morgen Wachdienst. Ich kann die Kopfschmerzen bereits... Ich war nie auf mich allein gestellt wie du. Zumindest nicht lange. Weißt du, was wir tun sollen? Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern. Nicht nur zu besonderen Anlässen. Bisschen durcheinander, weil man die Trommeln noch von unten hört. Die sollten zum Takt von den Trommeln irgendwas machen. Nee. Komm da runter! Du bist schon betrunken! Willst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, aber nicht mit den anderen, nicht aufs Dach steigen, was? Unglaublich. Sollen wir etwa vergessen, was die Karja unserem Stamm angetan haben? Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle? Ich will, dass du da runterkletterst! Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe? Das Bier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Gut! Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach! Und das will was heißen? Ja, mach ich! Was für ein Idiot. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr. Wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad. Der Beste? Jack. Ich bin zu nervös, um mit dir zu reden. Du bist... Naja, du eben. Er klettert besser als... Okay. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Sie ist stark. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen, besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall.
Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Jetzt hört genau zu. Sehr schön. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Angeblich betet Menschen, er bei einem Sieg Maschinen, um eine Tiere. Segen. Es waren gut. Ihre Kinder. Die wiederholt sich halt dann. Wenn Valar auf Island-Weise eine Kriegerin wie ihre Mutter ist, wird sie gewinnen. Aber einige als meine Mutter jung war, rastlos. War die Erprobung obwohl eine sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Ja, gut. Also, erstmal interessant. Ah, wie geht's dir denn? Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Ist das ein Antrag? Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. Dann schauen wir mal. Warte. Wir können uns schon den leisten. Wow. Ja, Mann. Scharfschussbogen. Ja, Mann. Nice. Okay, jetzt haben wir ja nichts mehr. verkaufen. Gut, und dann kaufe ich mir nochmal
Munition, und zwar die Perfektions. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. So. Ja, nice. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und Versklaver! Ja! Ja! Mörder und Versklaver! Schwein! Hey, erleuchtet halt, lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Ein guter Redner. Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Hat er auch so ein? Was bedeutet das? Es ist an der Göttin, über die Karja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit soll die Vergangenheit bleiben. Genau wie meiner. Die Reihen eurer Krieger verstärken. Wo hat er einen Fokus her? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Aber der ist gelb, nicht blau. Wo hat er einen Fokus her? Ja, ja, ich rede ja schon. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hä? Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nicht so ungut. Hier steht er toll. Was für eine Rede. Schöne Rüstung. Olin. Ja, die Rede war gut. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Fragen? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Was denn? Ja.
würde gerne wissen, was die roten Raubzüge sind. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Naja, es war halt Krieg. Wie endet die Raubzüge? Deine Schwester, Störung? Okay. Erstmal deine Schwester. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha, entführt, ja, aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Avad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Osseram-Freibeuter, was ist das? Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, na, sie sagen es nicht. Puh. Also müssten die quasi eine ihrer Fabriken wieder flott gemacht haben, würde ich sagen. Störung die Karja. Ich frage, ja, eine Störung passt gerade vom Thema besser. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend. Das hast du schon gesagt. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber das nicht gefährlich. Aber dann und jetzt noch ein paar Jahre. Und als ob das noch nicht... Wie der Sägezahn? Ja, und das weiß niemand. Ach, die war gerade nicht ausgekraut, oder? Oder ich bin einfach nur doof. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter,
Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Irgendwie ist er cool und ein bisschen creepy. Eine Frage an dich. Frag ruhig. Ja, dann frage ich mal nach Oli. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen, okay, mehr creepy. Er gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Mhm. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Gut, ich sollte gehen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Ich werde nicht so schlau aus dem. Irgendwo ist er cool. Aber andererseits ist er auch... Kann ich da nicht rauf? Come on, hey, ich will mit dir reden. Ach. Entschuldigung. Ich muss zur Segnung. Entschuldigung. Ah, aber erstmal, zur Segnung gehen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.